Aber ja, ich denke mal, für einen Mann, der Reue zeigt, also wirkliche Reue zeigt, ist es besser, wenn er Buße tut, als wie wenn er geköpft wird. Aber meine Schandtaten, meine Familien, ich will nicht mehr. Das ist feige. Wenn ihr zu Garnison zurückkehrt, wird euer Tod der einzige sein, der in dieser Angelegenheit vorsätzlich herbeigeführt wurde. Euer Leben würde ohne Sinn geopfert werden. Zwar steht ihr als gebrochener Mann vor mir, doch könnt ihr noch Wertvolles leisten. Hemp wird euch auf eurem schweren Weg begleiten. Was unsere tapferen Freunde hier anbelangt, so sollen sie die von Oblig ausgesetzte Belohnung stattdessen von mir erhalten. Haben sie doch ihre Aufgabe, Prage der Gerechtigkeit zuzuführen, am Ende erfüllt. Der Tempel steht für die Rückkehr seines verlorenen Sohnes in eurer Schuld. 1000 Gold und Erfahrungspunkte. Ich habe den angeblich mordlüstigen Barge gefangen genommen. Nun muss ich ihn nur zur Garnison oder zum Tempel in Naschke zurückbringen. Wenn ich ihn der Garnison ausliefere, wird er mit Sicherheit getötet. Ich weiß jedoch nicht, was man im Tempel mit ihm vorhat. Ja, er soll Buße tun. Ich habe Barge nach Naschke zurückgebracht, aber nicht zur Garnison, sondern zum Tempel von Helm. Hoffentlich kann er für seine Taten Vergebung erwirken und die Hilfe bekommen, die er braucht. Ja. Also, wir haben 1000 Goldmünzen bekommen, hier. Und ein bisschen weiter oben, genau hier. Ein Gegenstand gewonnen, noch ein Gegenstand. Und Erfahrungspunkte. Ja, wir haben einen Trank der Steinriesenstärke bekommen. Übrigens sollte ich Yahira noch was in den Slot tun. Nicht gerade den Unverwundbarkeitstrank, Abwehrtrank, das klingt gut. Wobei, der Trank hier ist ja was für sie. Sie ist nämlich die einzige, die noch so hohe Rüstungsklasse hat. Ich meine, alle anderen haben 0 oder Minus. Und der Trank sitzt auf 0 oder Minus. Oh, Pfeile. So. Was könnten wir dir? Steinriesenstärke. Wer hat... Das wäre eigentlich was für ihn hier. Aber er hat schon voll. Feuerschutztrank, Wendigkeitstrank, oder? Geschicklichkeit ist bei dir auf 18. Das bringt also auch nichts. Ein Heilungselixier. Ein Trank der Kälte. Ah, ein Trank der Freiheit. Das klingt besser. So, Dünner hier. Identifizier uns das gute Stück nochmal. Zweihändiges Schwert. Verfluchtes Berserkerschwert plus 3. Das ist ein verfluchtes Schwert, das bei jedem Test perfekt funktioniert. In der Schlacht jedoch versagt. Sobald sich der Träger dieses Schwertes in die Schlacht stürzt, gerät er in rasende Wut und tötet alles in Reichweite Befindliche, bis er schließlich entweder beruhigt oder bewusstlos wird. Ein sehr mächtiges Schwert, der Träger muss jedoch wissen, ob sich das Risiko lohnt, es zu verwenden. Es kann nur durch Beschwörung und ein Bannzauber entfernt werden. Genau, 1WC plus 3 und ETW plus 3 klingt toll. Spezielle Merkmale, der Träger des Schwerts wird rasend. Es kann nur durch einen Bannzauber entfernt werden. Also, nein, Minsk, tut mir leid, dieses Schwert wirst du niemals tragen. Dieses Schwert werden wir in Naschkel verkaufen, auch wenn ich es gerne lieber zerstören würde, aber... Das könnte man vielleicht im Unfinished Business machen. Oh, ich habe vergessen, noch mit Prage zu reden. Nichts leichter als das. Ich muss für viele Sünden büßen, meine arme Familie. Mehr sagt er nicht. Helm, wache über euch und euer Streben. Ah, wagemutige Abenteuer, so Tür. Helm, Schütze, bla bla bla, das kennen wir alles. Wir wollen kurz mal hochheilen. Und ja, er hat, das ist ein kleiner Bug, bei ihm könnte man jetzt Fluchbrechen machen, weil er das Schwert im Inventar hat. So, und Dünner hier kauft. Ich verwechsel die beiden immer, ich sag immer Dünner hier, welcher Yahira meine. So, Yahira kauft einfach mal 2 Flaschen. Habe ich eigentlich Stein zu Fleisch? Ich kaufe sicherheitshalber mal 2 Stück.
Ja, ich hätte noch einmal gehabt. So, wir sind wieder einigermaßen ausgerüstet. Gut. So. Wir sind übrigens mal wieder in Nashkel. Da habe ich ja gesagt, wollte ich eh mal hin. Erstmal mit Oblek reden. Umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Welche Kopfgelder wurden nicht eingefordert? Im Moment kein neues Kopfgeld. Hinfort mit euch. Ja, sehr toll. Also wissen Sie, dass wir Brage im Tempel abgeliefert haben. Und dass er jetzt unter dem Schutz der Helmpriester steht. So, wir haben aber noch eine Kleinigkeit hier zu erledigen, nämlich das Herrenhaus. Das ist das einzige adlige Haus hier in der Stadt. Und Imoen hat es nicht so mit Adligen. Wait, der sagte, verdammt, das Spiel bringt mich noch um. Ja, der hat eine ganze Krypta bekommen. Gut. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Quick Save. Wir gehen mal mit Imoen hier rein. Ich hab genug davon. Oh, eine Adlige. Toll, die sieht uns dort. Da müssen wir uns mal in den anderen Räumen umgucken, in denen sie uns nicht sieht. Keine Zeit für Plaudereien. Große Güte, gemeines Pack in mein Haus. Würdet ihr bitte die Freundlichkeit besitzen und gehen, und zwar sofort. Nein, würden wir nicht. Hey, 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 zu performen. Ein Buch, die Geschichte Trauerkrims. Und noch ein Buch, ne? Die Geschichte Charels. So, die Bücherregale da oben können wir leider nicht ausnehmen. Seid gegrüßt. Was hast du zu sagen? Wer um Himmels Willen seid ihr? Wieso besitzt ihr nicht einmal so viel, anstatt eure Schuhe vorher auszuziehen? Schaut euch nur den Dreck an, den ihr im ganzen Haus hinterlassen habt. Schert euch raus, sofort. Nö, habe ich keine Lust dazu. Ich habe ein paar Formeln gekriegt. Denn ich verschwinde jetzt. Noch eine Edelfrau, wegen der wir hier nichts plündern können. Schade, aber vielleicht hier drin. Samantha. Nein. Ich habe nämlich böse Erinnerungen an Samantha. Die Edelfrau ist jetzt da zu Samantha reingegangen. Wir könnten auch einfach mal einen Unsichtbarkeitstrank schlucken. Da bleiben wir eine Weile unsichtbar. Und können sie jetzt außen... Ich bin nicht mehr unsichtbar, oder? Nein, und wenn ich das hier jetzt plünder, ruft keiner die Wachen, hey. Jemand hat euch bemerkt und die Wachen gerufen. Hey, Jungs. Tschüss. Tschüss, tschüss. Mist. Ja, Bestechung, Beleidigung, das ist nicht so toll. Also Quick Save laden. Denn ich verschwinde jetzt. Städte sind immer so beängstigend, so viele Leute. Also wir müssen uns merken, alles was offen ist, können wir eigentlich plündern. Die da sieht uns mal wieder natürlich. Also ja, das ist eigentlich so die Regel. Was offen ist, kann man in Ruhe plündern. Keine Zeit für Plaudereien. Da spricht nichts dagegen. Nur was abgeschlossen ist, dürfen wir nicht so leicht plündern. Ach Mist, sie läuft schon wieder darum.
Los, geh weg. Na gut, dann gucken wir uns halt in den anderen Bücherregalen rum. Das dürfen wir ja. Da ist nichts. Da ist auch nur ein Buch. Und da ist auch nur ein Buch. Ja, genau, genau, geh da rein. Mist. Das ist wieder bemerkt, oder? Die Katze hat uns verraten. Ich kann euch bei der Gelegenheit, weil wir hier gerade auch solche Probleme haben, kann ich euch mal zeigen, was passiert, wenn wir Samantha anreden. Übrigens mal kurz hier gucken. Hier ist auch nicht wirklich was Wichtiges drin. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Wer seid ihr? Was macht ihr in meinem Zimmer? Wir sind Abenteurer und neu in der Stadt. Wie heißt ihr denn? Abenteurer, woher seid ihr gekommen, um in den Minen von Nashkin aufzuräumen? Ich habe gehört, da gibt es alle möglichen Monster. Wir sind nicht hier, um über Monster zu reden, sondern mit euch. Wie heißt ihr? Nun, ich bin Samantha. Ich frage mich, warum ihr mich sehen wollt. Ich bin nichts Besonderes. Ihr seid sehr hübsch, Samantha. In der ganzen Stadt redet man von eurer Schönheit. Wir sind nur hier gekommen, um zu überprüfen, ob es auch stimmt. Es ist wirklich nett, euch das zu sagen. Aber ich weiß, warum ihr wirklich gekommen seid. Hier oben werdet ihr damit nicht davon kommen. Jamie, komm aus dem Schrank raus. Das sind nicht Mama und Papa, es ist ein Haufen Räuber. Sie werden mir nicht wehtun. Seht Hilfe. Ihr mich an? Was? Seht ihr mich an? Was habt ihr vor? Geht von meinem Mädchen weg, ihr lüsternen Räuber. Also da kommt ein nackter Mann aus dem Schrank. Wenn ihr denkt, ihr könnt Hand an Samantha legen und das überleben, dann wisst ihr nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich werde seit gut 2 Jahren bei der Garde ausgebildet. Ich glaube, mit Typen wie euch werde ich auch alle mal fertig. Genau. Das wollen wir nämlich nicht erreichen, weil wenn wir den jetzt töten, ist die ganze Stadt stinkig auf uns. Denn ich verschwinde jetzt. Nein. Ich dachte, wir könnten da ein bisschen schummeln, weil wir nicht gesehen werden. Aber leider wurden wir doch gesehen. Also, gucken wir, dass wir das Plünderbare da rausholen. Denn ich verschwinde jetzt. Das ist das eine Regal nämlich. Und oben die nicht abgeschlossene Truhe in Samanthas Schlafzimmer. Keine Zeit für Plaudereien. Du bist ja ein komischer Kerl. Denn ich verschwinde jetzt. So, das müsste das Regal hier gewesen sein. Nein, das erste sogar. In den anderen Regalen ist nichts. Samantha lassen wir dieses Mal in Ruhe. Denn ich verschwinde jetzt. So, wir gucken uns noch hier etwas genauer um. Ob hier in den Regalen noch was Nützliches liegt, tut es aber scheinbar nicht. Hier hängt nur ein Haufen Wäsche. Dann holen wir uns das, was hier drin ist. Und lassen Samantha mit ihrem nackten Lover alleine. Eigentlich dürfte das ja nur durch Kampfhandlungen unterbrochen werden. So, die eine Edelfrau, die ist jetzt da drin. Dann können wir ja noch den Schreibtisch plündern. Die Geschichte von irgendwem. Da waren 9 Goldmünzen übrigens nur drin. Ich hab genug davon. Oh, die Edelfrau ist jetzt da drin. Wow, jemand hat uns gesehen und die Wachen rufen schnell raus aus dem Haus. Beinahe unter meiner Würde. Schnell abhauen. Beinahe unter meiner Würde. So, ich wollte nämlich, wie gesagt, nochmal auf den Jahrmarkt. Aber ich denke mal, bevor wir hier auf dem Jahrmarkt weitermachen,
gibt es erstmal wieder einen Cut. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ich sammle die Gruppe. Speicher. LP 013. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.